Lübeck MSV Duisburg. Ich begrüße an meiner Seite die beiden Trainer, Torsten Lübeck MSV Duisburg zu meiner Linken und Landal Torsten Lübeck zu meiner Rechten. Und würde Torsten Lübeck als erstes bitten, sein Statement zu spielen. Ja, hallo zusammen. Zuallererst, es gab noch ein Mikrofon in der Lücke. Bitte? Mikrofon angerufen. So, jetzt. Hallo zusammen. Zuallererst, es gab in der ersten Halbzeit eine Situation, ein Foulspiel von unserer Seite gegenüber Elsemetra May. Wir haben gehört, dass er sich dabei schwerer verletzt hat. Wir wissen alle, dass im Fußball solche Dinge passieren. Es führt aber in dem Respekt, glaube ich, dass wir den Jungen erstmal alles Gute wünschen, dass seine Verletzung schnell ausheilt und wir das natürlich sehr bedauern. Zum Spiel selbst, wir hatten gewusst, dass das hier eben mit der Euphorie, die hier in Lübeck herrscht, dass das keine einfache Aufgabe wird. Wir hatten neben der Situation, dass wir versuchen, eben halt auch Situationen spielerisch zu lösen, die haben wir in dieser Woche angesprochen, trotzdem vorrangig gesagt, wir brauchen hier einen großen Willen. Und ich glaube, über 90 Minuten hinweg hat man, wie ich finde, ein leistungsgerechtes Unentschieden gesehen, weil beide Mannschaften jeweils Großchancen hatten. Lübeck ganz zum Schluss nochmal, wo du dann hier als Verlierer vielleicht vom Platz gehst. Ist es für mich ein leistungsgerechtes Unentschieden, aber auch halt Situation, die wir eben halt auch genutzt haben, um eben einen großen Willen zu zeigen. Wir haben versucht, in der Halbzeit auf ein paar Dinge hinzuweisen, das eine oder andere zu verändern. Gut begonnen. Dann gab es einen Ballverlust im Mittelfeld, dann die kommende Situation ist 1-0. Und danach haben wir eben halt auch nochmal taktisch versucht, was umzustellen. Sind dafür eben kurz belohnt worden, mussten aber dann auch wieder zurück dann später und nicht aus dieser gefährlichen Grundordnung, die wir da aufgeboten haben, dann Gefahr zu laufen, eben Spieler auf Positionen zu haben, die dort vielleicht nicht über die Dauer hinweg spielen können. Also daher sehe ich so, dass es ein leistungsgerechtes Unentschieden war, dass jede Mannschaft die Chancen hatten und ich glaube, bin überzeugt davon, dass so ein Lob eben halt an Wolf und seine Truppe sein, dass hier einige Mannschaften mit Sicherheit punkten lassen werden. Und für uns ist es, wenn wir einen Sieg herbeisehen, trotzdem kein Beinbruch aus meiner Sicht, hier einen einzelnen Rückstand, den man dann zumindest einen Punkt dreht und dann halt auch mit was im Gepäck zu haben nach Hause fährt. Also für euch, Wolf, eure Truppe nochmal für Elsamed, erstmal alles Gute für die nächsten Spiele. Danke. Ja, danke Thorsten Lieberknecht und ich leite gleich wieder zu Rolf, dein Fazit bitte. Ja, erstmals Dankeschön für die Blumen. Freut uns natürlich sehr, dass wir euch das Leben schwer machen konnten. Ja, wie gesagt, wir haben gewusst, mit einer MSV kommt eine Mannschaft zu uns, die über enorme spielerische Qualität besitzt, in 4-3-3, 4-1-4-1. Da haben wir versucht, im Block gut zu agieren, ein Mittelding zu finden zwischen hohem Anlaufen und dann auch wieder aus dem tiefen Block heraus umzuschalten. Ja, ich glaube, das ist uns phasenweise gut gelungen und ich glaube, speziell die erste Halbzeit wirklich ein offenes Fußballspiel gesehen, ja, wo beide Mannschaften nach vorne versucht haben zu spielen und auch ihre Chancen kreiert haben. Zweite Halbzeit finde ich, dass wir dann wirklich gut im Spiel waren, speziell in der Phase, wo wir das 1-0 machen. Da haben wir eigentlich, da waren wir auch richtig griffig. Da hatte ich so das Gefühl, boah, jetzt pusht sich die Mannschaft, jetzt können wir vielleicht nochmal nachlegen. Und genau in diese Phase hinein, das ist, was ich heute nicht so ganz verstehe, bringen wir uns um die Früchte dann, indem wir fahrlässige Ballverluste haben, einfache Dinge, die ich in dieser Form von meiner Mannschaft selten gesehen habe, vor allem in dieser Häufigkeit und helfen natürlich Duisburg dadurch auch ein Stück weit wieder in den Sattel und dass eine Top-Mannschaft wie MSV mit guten Fußballern in den Reihen dann eine dieser Chancen, die wir quasi auflegen, nutzt, das war mir dann irgendwann klar. Und dann ging es um den Willen, über den Willen gut zu verteidigen, dieses 1-1, ich sage über die Runden bringen, er hat es ein bisschen
übertrieben, aber da ganz einfach, ja, aus dem tiefen Block, wir haben dann auch umgestellt auf 5-4-1, um besseren Zugriff zu haben, wenn wir im Zentrum doch den Zugriff verloren haben, zu lauern, dass wir vielleicht auch noch eine Chance bekommen, die dann tatsächlich am Schluss da war. Ich muss ehrlich sagen, großes Kompliment, was die Mentalität meiner Mannschaft heute betrifft. Die haben sich wirklich in alles eingehauen, waren füreinander da, aber haben sich auch in viele Sachen reinhauen müssen, die man selbst verschuldet hat. Und so sehe ich es dann ähnlich betroffen, dass ich sage, gut, leistungsgerechtes 1-1, obwohl wir sicherlich eine sehr, sehr komplizierte Phase überleben mussten in der zweiten Halbzeit. Dem MSV wünsche ich alles Gute auch jetzt für die nächsten Aufgaben und ich freue mich dann schon aufs Rückspiel beim MSV, hoffentlich dann auch vor mir zuschauen, was natürlich auch für meine Jungs dann wieder ein Highlight ist, aber so weit will ich gar nicht schauen, erst jetzt haben wir unsere nächste Aufgabe in München vor der Brust 1860 und was wir mitnehmen ist nochmals, ja, gute Einstellung, guten Fight und etwas mehr Ruhe, die wir dann in der Ballbesitzphase brauchen. Das nehmen wir mit nach München und dann können wir da auch was holen. Danke, Rolf. Fragen aus der Runde? Ohne Mikro oder einfach noch? Ich werde stehen. Ich höre es nicht gut. Dirk Kretzler von Hansa in Duisburg. Thorsten, bei euch wurde heute bekannt gegeben, es gibt einen Corona-Fall. Welchen Einfluss hat er jetzt auf deine tägliche Arbeit mit der Mannschaft? Werden Dinge verändert in den Abläufen? Das Fakt ist erstmal, die ganze Situation wurde vorher schon, wie ich finde, von unserem Hygienebeauftragten, von Frau Ullerich und vom Gesundheitsamt, aber auch vom Spieler sehr verantwortungsbewusst sofort geregelt und die ersten Maßnahmen sind eben direkt durchgeführt worden. Und jetzt ist es einfach so, dass wir natürlich halt auch ja, mit sehr offenen Augen nochmal bei uns ja, durch die Kabinen, durch alle Regeln nochmal gehen. Aber Fakt ist, das wird alles in Absprache mit unserem Hygienebeauftragten geschehen und dementsprechend werden wir uns jetzt dann auch ja, die Sache neu bewerten. Wir haben morgen früh direkt wieder einen direkten Test, den wir durchziehen werden. Und ja, aber bisher ist es, muss ich sagen, sehr verantwortungsbewusst von allen Menschen, die das betrifft, dann so gestaltet worden, dass wir jetzt, wie gesagt, erstmal alles nochmal neu besprechen werden. Der Betroffene ist in häuslicher Quarantäne, nehmt ihr nicht im Krankenhaus, oder? Ja. Meine zweite Frage im Hinblick Transferperiode, am Montagabend ist ja Schluss, der Name Fabian Schneller, das ist in den letzten Stunden mehrfach gefallen. Ist das eine konkrete Geschichte? Machst du dir Hoffnung, dass dieser Deal klappen könnte? Nein. Beides nein. Keine konkrete Geschichte und Fabian Schneller ist auch kein Thema. Gut. Weitere Fragen? Ja, Rolf, wie geht's denn Ramay? Das ist doch die erste Diagnose, gibt es schon was? Du, ich weiß nur, dass. Also, der wurde mit dem Krankenwagen abtransportiert. Ich glaube, der erste Verdacht war auf jeden Fall Schlüsselbeinbruch. Ich weiß nicht, was da jetzt noch mehr kaputt ist, also kann ich dir nicht sagen. Aber was gröber ist. Zwei Frage: Riedel musste ausgewechselt werden, hat das was mit seinem Zusammenfall zu tun? Oder? Nein, wir haben was zwei Personalien betrifft, haben wir doch ein gewisses Risiko heute in Kauf genommen. Wir haben Martin Röser das erste Mal gebracht, nach seiner Corona-Erkrankung, ist jetzt auch kein Geheimnis mehr. Und Flo nach seinem Muskelfaserriss etwas, nicht verfrüht, sage ich mal, aber nach wirklich sehr, sehr schneller Heilung gebracht. Und da haben wir gewusst, beide werden zu nicht mit hundertprozentiger Kraft 90 Minuten spielen können. Und deshalb haben wir sie dann früher runtergenommen, um für die weitere Zeit nicht wieder was zu riskieren. Ramay muss ja früh runter, bringt ja ein gewisses Element mit in euer Spiel. Wisst ihr, was dabei gedacht haben, was du den ja auch von Beginn an gebracht hast? Inwiefern hat sich das Spiel ohne ihn danach für euch verändert? Naja,
Hede ist natürlich ein anderer Spielertyp als Sofian. Das ist auch klar, das macht allein an der Statur. Da ist mein Anspielpunkt, über den man dann versucht, über die zweiten Bälle zu kommen. Und Eli, das war der ursprüngliche Plan, dass man über Eli, über die aufrückenden Außenverteidiger ins Umschaltspiel reinkommen. Und na klar, hindert sich dann ein bisschen was in der Anlage. Du warst sehr engagiert im Mittelkreis nach dem Spiel. Sprach da der Frust aus dir oder die Motivation an die Mannschaft, also motivierende Worte an die Mannschaft, genau da weiterzumachen? Also Frust ist überhaupt kein ausgesprochen. Also rein motivierende Worte, dass wir die Intensität weiterhin annehmen müssen, dass wir nach vorne schauen. Natürlich hätten auch wir uns erhofft, heute unseren ersten Dreier zu machen. Ist jetzt nicht so, aber ist auch kein Eisenbeinbruch. Weitere Fragen aus der Runde? Ja, ich habe eine Frage an Thorsten Lieberknecht. Und zwar, was stand auf dem Zettel? In der zweiten Halbzeit gab es einen Zettel, was ich durchgelesen habe. Was stand da drauf auf diesem Zettel? Ich bin jetzt kurz über 5 Uhr, wahrscheinlich ein Einkaufszettel für nächste Woche, dass er Kartoffeln vergisst, weiß ich nicht. Können die sagen. Ja, okay. Weitere Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann würde ich den ersten Teil der Pressekonferenz jetzt beenden. Dann bei Thorsten Lieberknecht. Ich wünsche euch eine gute Einfahrt. Danke. Und